Mein Name ist Arne Dicke, ich bin PGA Golf Professional und bin Head Professional der Golf Academy Valais. Heutzutage, denke ich, ist unsere Ausbildung einfach so strukturiert, dass wir viel zu viel wissen, um zu sagen, da ist eine Linie, so musst du schwingen. Und wenn du da nicht drauf schwingst, dann bist du noch nicht da. Mhm. Ja, und heutzutage weiß man einfach, was sind denn für Auswirkungen, wenn eine Armebene steiler wird, wenn die flacher wird. Man kennt viel mehr aus der Biomechanik die ganzen Zusammenhänge. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, ist es heute Golfunterricht einfach deutlich individueller. Das heißt, man kann auch die alten Bücher von Ledbetter oder von Mickelson in die Tonne werfen? Oder? Nee, kann man nicht, weil das ist ja immer, also so eine Lehre entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne? Das heißt ja nicht, dass diese Sachen falsch sind. Ja? Nur denke ich, dass wir heutzutage einfach mehr in der Lage sind, diese Sachen zielführender anzuwenden für denjenigen, der vor uns steht. Also wenn jemand zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, dieses TPI, das Titleist Performance Institute, das ist einfach eine Ausbildung, die man machen kann, die darauf abzielt, dass man halt einfach mehr die Zusammenhänge vom Körper hat und dann praktisch über einen Test sehen kann, wo ist denn derjenige vielleicht nicht beweglich genug, welche Bewegung kann er gar nicht machen. Da brauche ich ihm nicht 10 Golfstunden zu geben und zu sagen, ja, du schaffst es nicht. Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, das ist eine Philosophie, die nachhaltig ist, weil es ist eben wirklich individuell. Trotz alledem versucht man natürlich, und das haben wir jetzt ja auch schon strukturiert auf der Webseite, dass man sagt, okay, man strukturiert das erstmal so, dass man sagt, Beginner sollen Spaß haben, Ambitionierte sollen ihre Fehler wissen und Tools bekommen, diese zu verbessern. Und Profis haben einfach eine andere, da ist man in einer anderen Art und Weise zu unterrichten, weil man weniger eine Golftechnik unterrichtet, sondern da geht es um Statistiken, wo fliegt der Ball hin, wenn es eng wird, wo fliegt der Ball hin, wenn man in Führung liegt, und da muss man ein bisschen mehr, sag ich mal, Recherche betreiben, um dann nachhaltig zu sagen, okay, daran liegt's. Und das, was wir hier versuchen zu etablieren, ist vor allen Dingen, dass man so diese Ganzheitlichkeit im Golf anschaut, dass man sagt, okay, ein ganz wichtiger Part ist dieser Fitnessbereich, ja, und zwar zuallererst mal, sage ich mal, verletzungspräventiv, ja, dass man keine Verletzung hat, weil viele Leute spielen ja, es ist ja tagtäglich, dass die Leute mit Voltaren spielen oder mit Schmerztabletten, und das kann eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Also das heißt, erstmal Verletzungen zu vermeiden und präventiv zu arbeiten, dann im nächsten Schritt, dass man sagt, okay, wie kann ich denn noch besser meine Technik umsetzen? Ja, dann schaut man immer, wie ist die Stabilität und die Flexibilität im Körper. Und im dritten und letzten Schritt, da kommen wir dann in den Leistungsbereich rein, dass man sagt, man will die Geschwindigkeit erhöhen. Dieser Schnitt der Ballgeschwindigkeiten wird immer höher. Auf den Colleges ist es nochmal höher als auf der PGA Tour. Das heißt, man sieht schon, wo die Reise hingeht. Es wird immer schneller und immer weiter. Und früher war es eben so, dass jemand, der geschickt war und nicht so sportlich war, der konnte im Golf immer mithalten. Und das ändert sich eben gerade. Und ich glaube, dafür sollten wir uns wappnen. Das ist in ganz Deutschland erkannt worden. Die Nationalmannschaften haben zum Beispiel das Ziel, dass man mittel- oder langfristig irgendwann mal es schaffen sollte, als Nationalspieler bei einem regionalen Leichtathletik-Wettkampf mitmachen zu können. Und das sind ja schon mal Leistungen, sage ich mal, die wären für Golfer früher ganz weit weg gewesen. Und ich glaube, da sind wir einfach auf einem guten Weg, dass Golf eben auch Sport ist und dementsprechend eine athletische Ausbildung eben dazugehört. Ist schwierig, das wirklich nachhaltig zu beweisen, weil das ja immer so ein bisschen diese Frage ist, es ist so wie wenn man beim Arjen Robben, was macht er jetzt anders in seiner Vorbereitung, dass er weniger verletzt ist, als er das früher war und sowas. Da müsste man so genau ins Detail gehen. Ich glaube, das ist mit einem Amateursportler einfach relativ schwierig, weil so viele Komponenten da reinspielen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man mit einem zielführenden Warm-up vor allen Dingen eben auch die Beweglichkeit, weil diese rotatorischen Bewegungen haben wir eben selten im Alltag, dass man die auf jeden Fall schulen und verbessern kann. Ich würde empfehlen, dass man um die 3 bis 5 Minuten sind vollkommen ausreichend. Wenn man so ein bisschen anfängt, das Herz-Kreislauf-System, sag ich mal, auf Vordermann zu bringen, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man vielleicht ein paar Mal auf der Stelle läuft. Je nachdem, wie sportlich man ist, kann man das natürlich ausdehnen. Wenn man jetzt heutzutage die Nationalspieler sieht, dann sind die hinter der Driving Range und machen Läufe und dehnen sich und fangen an, eben entsprechende Beweglichkeitsübungen zu machen. Und da kann man sich sicherlich als Amateur einiges von abschneiden. So oft wie möglich. Also weil Golf wird man immer nur besser, wenn man Bälle schlägt und wenn man sich eben damit auch auseinandersetzt. Und die meisten
versuchen auch übrigens bei den einstelligen Versuchen mit relativ wenig Zeit natürlich das Optimum rauszuholen. Und die meisten sind natürlich Amateurspieler, dementsprechend ist eben nicht die Zeit da. Und wenn man sich nachhaltig im Golf verbessern möchte, also wir haben so eine Regel zum Beispiel für Jugendspieler, wenn man nicht 20 Stunden deliberate practice, also konzentriertes Training in der Woche macht, wird es schwer, Weltklasse zu werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, was man für einen Leistungsstand hat. Ja, also für Handicap 54 ist natürlich auch eine andere Trainingsform zielführender, als wenn man jetzt Handicap 9 hat. Also damit meine ich, dass zum Beispiel mit Handicap 54 ein stereotypes Training sehr zielführend sein kann. Weil wenn ich jetzt eine Bewegung noch nie gemacht habe, brauche ich erstmal ein bisschen Bewegungserfahrung. Das heißt, wenn ich auf einer Matte stehe mit einem Tee und einem Schläger parallel, ist das schon ein super Training. Für einen Handicap 7 oder Handicap 8 Spieler ist so ein Training vielleicht einfach eine Unterforderung. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die Zeit, wie viel Zeit ich investiere, sondern wie gut plane ich mein Training und wie weit habe ich einen Plan, wie ich mich eigentlich verbessern kann.